schöne Technik, merkt man sofort jeden kleinen Fahrfehler. Es ist ja nichts anderes, als wenn dir der Schlitten auf Eis auch mal ausbricht und sich in Drift stellt. Es ist schon krass, dass man einfach mal jetzt versucht, an die Grenze ranzugehen und deswegen passieren halt auch Dreher. Man braucht so dieses Popometer auch natürlich, weil das Heck immer kommt, aber es ist auf jeden Fall in den Griff zu kriegen. Wir sind mit Spikes hier unterwegs, das braucht man auf jeden Fall hier, weil ohne Spikes hätte man sonst auf dem Eis überhaupt keine Chance. Und wenn man mal ein bisschen quer kommt, versucht das Auto sofort oder die Technik sofort, das Auto wieder in die gerade Fahrspur zu bringen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass da jedes Rad, es wird ja jedes Rad einzeln angesteuert, das ist einfach faszinierend. Was man auf dem Eis macht, kann man viel mitnehmen. Auf der Rennstrecke auch, wenn es sehr viel anders ist, aber kann man schon an seinem Gefühl ein bisschen Feintuning machen, ein bisschen arbeiten über der Eis und das bringt schon ein bisschen was fürs Rennfahren. I think, you know, 15 years on the ice, I have a little experience, you know, sliding around on the ice and I have a little more control and understanding of how things work. Das ganze Event ist hervorragend vorbereitet worden, auch mit den Skisportlern und Wintersportlern, die vom BMW dabei sind. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ist so ein schönes Ausgleichsevent, sage ich mal, ein kleines Kontrastprogramm zu unseren normalen Aktivitäten. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, sich einfach mal austoben zu können. Und auch vielleicht ein bisschen das Ungewohnte, eben dieses Driften des Fahrzeugs, einfach diese wenige Traktion einfach dann umzusetzen. Weil in der DTM kommt es ja auf Genauigkeit drauf an. Der hat halt aber einen ganz eigenen Sound. In dem Auto ist es laut, da riecht es nach Benzin, das ist ein richtig altes Flair. Was Kufen und Reifen ist natürlich, sind ist jetzt relativ ähnlich. Wie man sieht, wenn man hier auch auf Eis fährt mit normalem Gummi, hat man halt keinen Grip. Und durch das, dass unsere Kurven so schmal sind, hat man auch nur wirklich in den Kurven, wo großer Anpressdruck ist, kann man lenken. Gerade da ist es eben wichtig, dass man dann jetzt wie BMW mit Windkanal und Experten hat, dass man wirklich einfach das Letzte noch rauskitzeln kann und das ist einfach sehr entscheidend. Die können beide einfach geil Auto fahren und dann macht es natürlich Spaß, da mitzufahren. Selber fahren ist natürlich dann fast noch mal cooler, wenn man eben selber in der Hand hat, aber uns dreht es auch ein bisschen öfter. Also man merkt schon den Riesenunterschied. So, wenn man bedenkt, dass das Auto über 40 Jahre alt ist, ist es Autofahren pur. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil du fahrst viel mit Gehör. Du hast extrem gutes Feedback am Lenkrad. Es ist sensationell. Ich habe mich gerade verliebt in einen neuen BMW.